Eine der besten Ideen, die wir hier hätten, dass wir gesagt haben, okay, raus mit unseren Außenreportern und rein in die Sendung live am besten vor Ort. Und das ist eben Sonnenklar TV, dass wir Ihnen berichten, wie sieht es vor Ort aus. Und natürlich ist das Thema jetzt hier Rhodos ein ganz wichtiges. Und ich freue mich, dass die Sophia jetzt auf der Insel ist und uns mal ihre Eindrücke schildern kann. Ich grüße dich aus Deutschland und ja, ich hoffe, dir geht es gut, meine Liebe. Kalispera nach München, lieber Goofy, hier von der Sonneninsel Rhodos. Rhodos ist ja anscheinend der Ort in ganz Europa mit den meisten Sonnenstunden, habe ich gelesen. Und wir genießen es. Ich weiß nicht, wie es gerade in München ist. Ich befürchte, nicht so gut. Wir haben hier knapp 30 Grad. Es geht ein schönes Lüftchen. Und ihr seht es schon hier hinter mir. Wir sind hier im La Branda Kiotari Miraluna Resort. Und es ist, als wäre nichts gewesen. Das Haus ist wieder voll, es sind alle Gäste da. Man kann alles uneingeschränkt nutzen. Es sind alle bester Laune und guter Stimmung und freuen sich über jeden Gast, der kommt. Und das Beste ist natürlich, dass der Preis jetzt einfach unschlagbar ist. Also wir sind auch gerade erst angekommen, heute früh mit dem Flieger hier in Rhodos gelandet und hier eine Stunde in den Süden runtergefahren. Und wir haben das ganze Hotel noch gar nicht erkundet, weil wir uns erstmal bei euch melden wollten und euch sagen können, wie schön es hier ist und wie wir es genießen, dass wir jetzt hier sein dürfen. Aber ich komme nachher nochmal und dann berichte ich euch ein bisschen hier aus dem Inneren des Hotels, was da alles los ist. Aber ich kann euch sagen, also super Urlaub, bester Preis, unschlagbar. Ich würde sagen, kann man eigentlich nur buchen, Goofy, oder? Ich gehe zurück nach München. Ja, in der Tat wird man da ein bisschen neidisch, wenn man das so sieht. Da ist man am Strand, die Menschen sind gut drauf. Und das ist ja das Wichtige, dass wir Ihnen gleich diese Eindrücke vermitteln können. Wie sieht es denn aktuell dort aus? Und natürlich ist das schön zu wissen, dass der Tourismus dort also wieder natürlich weitergeht und auch hier in diesem Hotel alles bestens ist. Und dementsprechend schauen wir uns den Preis schnell nochmal an. Den hat sie ja gerade angesprochen. Die Sophia hat ja auch recht. 35% unterm regulären Preis, liegen bei 499 Euro statt bei 769. Wir haben aktuell August bis Oktober im Plan und das ist ja auch im Endeffekt ein La Branda-Haus, was viele Vorteile mit sich bringt. Hier zum Beispiel Doppelte Superior mit Meerblick. Also schauen wir uns das Ganze doch mal vor Ort an und Sie können es jetzt buchen.